Da ist hier niemand. Und zack. Oh, wird gebumst. Ich werde den Kill dank dem Wolf. Denn der Surfer ist bei Return of Strike. Doch erstmal einen König getrackt, überzeugt durch seine bittere Freshness. Ja, ich mein, wo ist denn? Geil, schlechte Lars jetzt, fick dich, du und so. Nee, zu spät, schon tot, zu spät, schon tot. Erstmal Twitch gesnackt, Twitch des Wolfes. Ich hoffe, ich habe mich ein bisschen geheilt, weil ich auf jeden Fall hier benutzt. Nice Bier. Triple Kill. Eins geht rein, lol. Warum läuft er raus? Binder? Habe ich auch schon davor gefragt. Eins geht rein, Triple. Erstmal schön beamt. So ein Gott, ne? Und bis für mich nur ein Low Elo Squad. Du dachtest, das hier sei ein Scherz, aber ja. Wird die kälter als das Herz deiner Ex. Nee, wir, die voll fette Iceberg Gang. Uns kannst du nur am Goldkettenstein erkennen. Wir, Sterbezeit. Und hier, passt auf, pass auf. Ja, wurde er, es sieht, aber. Und dann noch ein Kill abgeholt. Und jetzt Yari, dachte, das ist sehr cool. Und stirbt dann einfach. Ja, und dann sterbe ich wegen mir. Der MF holt. Ihn nur Face holt. Gerade ist, weil er sich nichts getraut hat. Ja, jetzt kommt Ahri. Weil mal Zaha sich nicht weiter angegriffen hat, haben die den Karten verloren. Ah, schon. Oh. Ich weiß, was ich hätte besser machen können. Ich glaube, ich hätte Ahri angreifen können. Oder so ähnlich wie Saya. So hier benutzt. Double Kill. Überlebe das Ganze. Und lässt den Rest machen. Die anderen machen. Wo bin ich? Da bin ich. Können hier nichts machen. Die sind hier ab. Können nichts machen. Wie mein geiler Arsch. Scheiße. Und die hatten die ganze Zeit Angst. Die ist jetzt im Busch. Und da ist sie doch so mit denen gelaufen. Oh, die war im Busch. Dann noch ein Rot-Tick. Und dabei sah er den Kill bekommen. Aber ist auch egal. Weil Kill ist Kill. Alles. Oder dein Team jetzt. Ja, hier war eine Boost-Situation. Bis überleben wird hätte können. Aber okay. Wenn es sonst ist, dann steige ich sie auch gemein. Und hier habe ich einfach gewartet. Zu spät meiner Meinung nach geflasht. Dass er das überlebt hat, ne? So ein Lucky. Und dass er auch überlebt hat. Aber wenigstens haben wir zwei Flashes rausbekommen. Bei einem Flash. So, da habe ich mich voll erschrocken, Alter. Hätte ich mich nicht erschrocken und hätte die Ult gemacht, dann hätte ich wahrscheinlich manchmal Ult benutzen müssen. Und hätte das jetzt, ne, hätte jetzt gegen Ahri kämpfen können. Ich glaube, hier ist sogar einer gestorben. Zack, jetzt bin ich auf Schub abgegangen. Da kam Gangplank Ult. Habe ich schon eine Minus aufgehalten. Aufgehalten vor allem. Geheilt. Da kommt Ahri. Ich. Immer schön ihren Charme ausweichen. Und trotzdem hat sie mir super viel Damage gemacht. Machst du mir Mordspam? Und jetzt noch versuchen, Twitch in 1 gegen 1 zu töten. Das wäre sogar beinahe ein unoffizieller Penta gewesen. Alter! Du, ich aber noch. Jetzt komm mal. Disrespect Dance. Denn
Der Surfer ist back in die Tonne und scratch. Droppt erstmal einen cunningen Track, überzeugt durch seine bitteren Befreshness. Oh Gott, ich muss jetzt rausflashen. Lex! Oh gut, ist tot. Von was wollte ich das laut? Ja. Und 13 Kills. Ich hab einmal... Jo, alles klar. Get catched, bitch. Nein! Warum hat das so viel Damage? Some people dream success. Don't let your dreams be dreams. You should get to the point where anyone else will quit. And you're not gonna stop there. So just do it! Make your dreams come true! Do it! It's impossible to do it. Make your dreams come true. Yes, you can. Yes, you can. Das war noch nicht mein GG wert. Alter! Das Bonobus. Wir sind in der nächsten Folge wieder. Tschüss, ja. Denn der Surfer ist back in Return of the Scratch. Droppt erstmal einen cunningen Track. Überzeugt durch seine bitteren Befreshness. More like next time. Was ist das für ein Feuer jetzt schon, Mann? How could this happen to me? I've made my mistakes, but now I do want.
Am Schluss kein Kühl. Ich bekam. Leute, ich habe keine Lex bekommen. War für mich so aus. Good job. How could this happen to me? I've made my mistakes. What, warum hat sich mein... Nein! Was war das denn? Ich hab grad zu meinen in den Sumpf gemacht. Tut mir leid, Bro. Jo, mach noch mehr Schaden, du Fotze. Also. Und deshalb ist... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wow. Ja, Atrox. Oh. Warum bist du fucking fett? Kill hat... Kill für den Killenbaum. Ah, holt er. Sometimes out my mouth. Never. How could this happen to me? Out Gant. Was denn ist eigentlich ein Y-Hook? Why tut er denn das? Ist das passiert wäre, wäre das ein Kill gewesen? Ich hätte einen Kill bekommen.
Kann ich auch mal kritten, Alter? Jetzt mal ganz im Ernst, kritten ist nicht so schwer. Komm schon, Mann! Ich fresse, Minion. Genau, Fiss, mach ruhig deine Aufgaben. Mhm. Und so. Angst. Damit Absicht. Alles geplant, von Anfang an. Warum lache ich? Warum habe ich so eine benette Lache? Ich will ja nichts sagen, aber ich habe aus Versehen aus diesem Minion geht. Orni. Vielleicht so ein perfekter ADC. Man kann tatsächlich ein Minion holen. EWP. EWP. Game of Play. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Denn der Surfer Spectre Return of Strike braucht erstmal einen cunningen Track, überzeugt durch seine bitteren Befreshness. Alter! Nice Promo-Game. Alter, wird hart reingefeedet. Wie lange ist der noch nicht gestorben ist? What the fuck, man, ist die vierte Minute. Wir können schon 4-0 stehen. Junge, BM doch nicht, du Misset. Verschamp. Ich bin wie ein Fisch gestorben. Ich sterbe einfach, weil meine Teammates dumm sind zum Kacken, Alter. Alter! Renga, verpiss dich von der Botlane, meine Fresse. Oh, lol. Alter, werd ich schon. Werde ich reporten. Ich hab keinen Assist. Geht. Ich will den Kill. Was für ein Wurf, Alter. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh ja, darf ich gehen. Not yet. Nicht Fiora. Hallo, nicht Fiora. Fiora. Was soll denn das, Viola? Sag, heißt du Noob-Champ zum anderen.
Nice Skating. Nun verpiss dich. Was denn los mit dir? Ich bin ganz im Ernst, was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Meine Aufgabe war es in diesem Fight nur nicht zu sterben und ich hab's erfolgreich gelöst durch meine geile Ult. Dann kennen wir so, das ist einfach nur okay, wenn es nur solchen Obis geht. Zaten birçok kimlik kendini 16-17 yaşlarında belirliyor. Bu uğurda insanlar hayatını kaybedebiliyor, işini kaybedebiliyor, ailesinden olabiliyor. Birçok şeye maruz kalıyor. Homofobiye, transfobiye, şiddete gibi gibi top kesimi çok fazla etkiliyor ister istemez bu arkadaşın insanı çektiği video. Bu gibi mücadele ettiğimiz yolda karşımıza sert bir duvar olarak çıkıyor. Bize taş atana biz gül uzatmak istiyoruz ve silah sıkana gül uzatmak istiyoruz. Bir insandır, tüm insanları seviyoruz. Biz tüm LGBT'lilerin en büyük özelliği bu belki. Bence Mert bu kadar saldırgan olmakla kentinden kaçıyor. Kentinden kaçtığı için böyle bir savunma mekanizması kurmuş kendince. İnanıyorum ki beni izledikten sonra... Dieser Track wird dich echt verändern, wenn du snitchst. Denn auch Halo vorwirft, dass du Reizen gefickt, weil du heute ganz und ganz heute bist, kommt ein neues Jahr, ein neuer Salzbiss. Deine Halo-Phobie respektiere ich kein bisschen, doch um dich weiß zu versalzen, wer erzählt ich Geschichte. 8. Jahrhundert, aber nur statt Gedichte von der Liebe zwischen Salzen von mir, ach, das doch gibt es. Über 1000 Salze später sitzt du da und hältst gestern Abend für den Teller, heute für das Wasser, der Islam zerbricht. Die Toten deiner Salzpfannen, Europäer zeigen ihnen Sodom und Gomorra. Jetzt wird allen klar, dein Blick auf das Salz stammt wie deine Lyrics, nicht von dir selbst. Schmeiß dich vor mir auf die Knie und küss das Salz, denn ich hab dich nicht gewiss, sondern versalzt auf der Straße von dem Vater, was waren sie, woher ist dein großen Mann? Ein YouTuber mehr bei den Lost und Mann, denn es heißt, mehr labert sich im Kopf und Salz. Und das große Ziel ist dein Vater in der Küche, für ein bisschen Salz machst du dich in die Lichte. Kunde, sollte doch, das wirst du nie erleben, denn wir müssen draußen salzen, warten auf den Salzweg. Was ist los, Matt? Du warst mal Soldier, schimpfst du einfach jeder so auf dein Statement und wie aus dem Salzer, Alter. Für deinen Salzhass bist du jetzt bekannt und sogar Tanzverbot, hätte ich nicht bei Sinn und Verstand. Die muslimische Gemeinde, ja, sie schimpft sich für dich, du redest sie für niemanden. Doch beeinflusst das Salz, wenn das nächste Mal die Salzen für sie stimmen, gewinnen, zeigen sie auf dein Video und wollen die Spitze erklimmen. Deine Eltern hatten sich ja schwer, als sie in der Salzig gab, wo die Sirenino auf heiles Tickchen Salz verklagen. Und jetzt sind sie da, arrogant zurückgeblieben und sie auf Leute herab, weil ihnen nicht passt wie die Salzen. Du willst kein YouTuber machen, doch nicht in die Trends, außer deine Vlogs sind alles sehr schön konsequent. Du redest wirres Zeug und kennst keine Form von Dank. Widersprichst sie sogar häufiger als Donald Trump. Auf der Straße von dem Allah, Vater, schauen sie woher du deinen Rücken waren. Ein YouTuber merkt bei dem Loch im Mann, denn es heißt, merkt, labert sich im Kopf und Salz. Und das größte Ziel steht einfach in der Küche, für ein bisschen Salz macht dich nicht. Und es sollte doch, das wirst du nie erleben, denn wir müssen draußen salzen, warten auf den Salzweg. Auf der Straße von dem Allah, dein Vater.
das von dir her wird da ein bisschen warm. Ein YouTuber merkt bald ein Salzkorn im Magen, denn es heißt mehr, labert sich im Kopf und sein. Nicht groß zu ziehen, steht einfach in der Küche. Hier ein bisschen Promo, machst du dich nicht. Und es sollte doch, so wirst du nie erleben. Denn Hunde müssen draußen salzen, warten auf den Salzweg.